Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute bin ich wieder auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich das Spiel Someone Wars Sky Arena. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Einmal schnell. Die Sachen annehmen. Oh, ganz viele Herzen. Immer von denselben. Okay. Meine Basis ist ja schon ein bisschen größer geworden. Ich wollte die Sachen hier mal sortieren, damit nicht alle da oben rumtummeln. Was war das gewesen? Ein Lager. Was für ein Lager? Okay. Ein Monsterlager. Das ist Fusion. Das ist Beschwörung. Die Insel hat keine Stufen. Beschwörung. Dafür dann bin ich später mal am Suchen, wo was ist, ne? Das ist auch ein bisschen doof, oder? Ich weiß nicht. Ah, ich mache jetzt einfach erstmal mein Spiel fertig. Ja. Spielen wir erstmal zack, 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 zack. Die ganzen Dailies fertig, so wie immer. Einmal gratis. Einmal gratis. Nein, ich brauche keine Gnade. Was gibt's denn hier? Von den Ehrenpunkte kann ich mir Häuser kaufen, okay. Upgrade auf 2. Den Feenbaum, Mana-Brunnen. Ein Wächterstein. Okay, die machen meine Viecher machen sie stärker. Meine Monster werden dadurch gestärkt. Ein Wächter? Okay. Was haben wir hier? Okay, dann packe ich den einen wieder nach oben. Da unten oben, unten oben. Hier haben wir Mana-Brunnen. Upgrade. Okay.
Formwandlung, was ist das? Mit Monster. Na, Fusion ist auch mit Monster, ne? Ach nee, das ist ja gar nichts mit Monster. Vollbild rein. Ein bisschen spät. Habe ich ja noch nicht mal angefangen. Besser Aufwertung. Was wünschen wir uns? Hm, die Steine werden mir lieber gewählt. Nur das Geld auch gut. Die Mana-Kristalle. Das ist jetzt doch nichts mit Monster. Bringen wir erstmal hier hin. Mana-Brunnen. Kristalle. Das ist Beschwören. Das kommt nach oben wieder. Mit dem Monster bleibt alles oben. Das kommt genau in der Mitte rein. Ja. Warte mal. Entfernen. Das kostet Geld, dann bewege ich die. Irgendwo finde ich einen Platz. Das hier wird mein Waldinsel. Da werde ich alle Bäume und alles hin verpflanzen, was es gibt hier. Aber das dauert aber ewig. Aber erstmal kämpfe ich. So, machen wir. Ja, ja. Was? Den nochmal kurz nach oben setzen hier, zack. Okay, dann geht's jetzt los hier. Da waren die Quest Dailies. So, tägliche Huhnpflege. Okay, dreimal. Die Wohnpflege dreimal im Gange, okay. Dann gehen wir mal zum Monster hin. Monster. Runen. Ja, okay, Runen brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich möchte ja die Unpflege machen. Heldenhaft, selten, magisch. Den brauche ich keine zu gehen, weil der wird später benutzt, um einen Helden aufzuleveln. 8 Helden kann ich beschwören nachher. Ich mache ja immer so 10 Beschwören. Ziehen.
Aufwerten. Aufwerten. 2, 3, plus 3. Gut. Haben wir gemacht. Einsammeln, zack. Die Pflicht eines Beschwörers. 3-mal. Also ich muss 3 beschwören. Dazu möchte ich 2 Monster erstmal loswerden. 2 Monster loswerden. So sehe ich das schlecht. Mist, was war das gewesen? Lager. Oder ich packe da welche rein. Okay. Schauen wir mal. Level 10. Rüber. Level 10, Level 10. Vergesst schon den ganzen Geister rüber. Die Tropfen und Geister. Tropfen. Noch 4 gehen rüber. 1, 2, 3. Habe ich einen Tropfen oder einen Geist übersehen? Ah, hier, guck mal. Derselbe. 3 gehen rüber. Den werde ich zerstören gleich. Tut mir leid, aber riecht es so. Und dann. Die sind auf Max. Das sind auch welche zum Leveln. Das sieht man an den lilanen Stern. Mit die kann man nicht kämpfen. 2 Frösche. 3 Pilze. Kann man den auch aufwerten, dass da noch mehr reingehen als 9? So, jetzt beschwören wir 10 Stück. Legendäre Beschwörung. Ach, das ist so teuer. Das ist ja noch teurer. Ah, den kann ich mir leisten. Ach, die Tropfen. Gut. Haben wir das schon mal fertig? Freundschaften aufbauen. In Gange. Okay. Dann müssen wir zur Community. Da ist die. Freundschaften. Alle versenden. Wie viele Freunde habe ich? 15. Ach, das reicht. Kopf an Kopf, das ist Arena 5-mal. Arena, Kampf, Arena. 5-mal Arena. Rival. Wir kämpfen einmal gegen den Rivalen. Der ist schon mal stark. Das wird spannend. Dreifache Geschwindigkeit und Automatik. Okay, einer down bei denen. Oh oh. 2 down. Ja, das habe ich geschafft. Gewonnen! Es ist doch nicht vorbei.
kann. Ich habe gleich geschaut, ob der jetzt stark war. Ne, der ist nicht ganz so stark. Ich muss den hier mal aufleveln. 3 Sterne mehr. Das ist ja auch der Anführer. Ja. Warum hat er den Blau nicht eingesetzt? Egal. Nicht mein Problem. Boah, mit einem Schuss down. Zack, zack, zack und weg sind sie. Das sind schon mal 3 Kämpfe. Dann muss ich jetzt normale Kämpfe machen. Noch 2. Das ist das Schwächste. Mal gegen den Schwächsten kämpfen. Dann dauert es länger, bis ich beim Starken bin. Weil wenn ich beim Starken bin, dauert es länger, um diese Quest abzuschließen. Level up! Level up! Nein. 1. Nichts sagen. Level up. So, das waren jetzt insgesamt 5 Kämpfe. Oh, ich habe hier auch noch eine Quest fertig. Errungenschaft in der Arena. 10-mal in Folge gewonnen. Szenarios erkunden. Also 10-mal kämpfen. Szenarios. Wir waren stehen geblieben. Hier. Der letzte. Ne, hier ist aber stehen geblieben. Ist auch schon fertig. Heinkel, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Warte, dann probieren wir nochmal gegen den letzten zu kämpfen. Erstmal die hier weg. Kommt mein Captain rein. Der muss ja leveln. Der muss auch noch leveln. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Tropfen habe ich alle. Feuerflammen habe ich. Den roten Frosch, den habe ich noch nicht. Damit habe ich jetzt auch alle Frösche, alle 3. Den Baum habe ich, den Geist habe ich. Das Matschvieh habe ich auch. Die Truhe habe ich auch. Da habe ich alles. Gut. Level 10. Dann geht es weiter mit den hier. Ich
bin mein Captain. Der muss leveln. Und hier nehmen wir einen Freund mit. Der das Monster dann besiegen soll. Ha! Bla bla bla. Die sagen da bestimmt was Wichtiges, deswegen weiß ich bestimmt später nicht mehr weiter, aber ich kämpfe mich irgendwie mal durch. Ah, hier geht's weiter in der Wüste. Strich Nummer 2. So, dieser Vogel, der gar keinen Schaden macht, der nur Halt und sowas. Also er macht schon Schaden, aber bis er Schaden macht, macht er hier 2 Buffs, 3 Buffs. Jetzt geht's los. Erster Buff. Zweiter Buff. Jetzt macht er einen Schaden. Jetzt muss der Schaden machen. War witzig. Die hier vorhin wird die ganze Zeit immer hochgehalten. Einmal heilt sie sich selber und dann einmal heilt der andere meine Heilerin. Die letzte Welle, endlich. Oh, jetzt kommt der Angriff. Noch ein Angriff? Nee. Oh, noch einer fehlt. Jetzt Angriff.
Irgendwie gefällt mir schon der Charakter hier. Von meinem befreundeten Mitstreiter. Ist vielleicht am besten. Aber dadurch dauern die Kämpfe so lange. Nächste Stufe. Deswegen werde ich den jetzt nicht nehmen, nämlich den hier. Nächste Stufe. Kämpfen. Das ging aber mal richtig flott. Gerne wieder so eine Runde wie gerade. Ach, ich habe den falschen Weg genommen. Bin gleich wieder da. So, und ist fertig? Nicht fertig. Wie weit ist er? Ist das die dritte Welle? Das dauert zu lange mit dir. Das Gute ist, meine Leute machen jetzt auch schon ein bisschen mehr Schaden. Jetzt macht der eine wieder Schaden, genau, ja. Immer wenn die Säule voll ist, macht er Schaden. Hm, hat er nicht gemacht? Schaden. Da. Und wieder Säule voll. Jetzt ist das die letzte Runde. Mein Heiler. Ist down. Mein Heiler ist down.
Sind jetzt die anderen beiden auch tot? Ah, die greifen die anderen beiden nicht an. Weil das Wüstenmonster sind. Ah, okay. Angriff! Nee, hat er nicht gemacht. Jetzt. Ich dachte immer, wenn er Feuer macht, er direkt den Angriff, aber irgendwie nicht immer. Ich habe vergessen zu zählen. Ich glaube, jetzt müsste fünfte kommen. Wir nehmen den hier. Der ist doch viel besser. Viel besser. Die beiden sind gleich Level 10. Dann werde ich es austauschen. Nicht den. Diesmal passe ich aber auf. Und das muss jetzt der siebte sein. Und dann muss der nächste also der Boss sein. Ein Area hat ungefähr 7 Gegner immer und der siebte ist immer ein Boss. Und diese ist Level 10, da werde ich die austauschen. Ha, nächste Stufe, da. Genau, dann kommt jetzt gleich der achte. Ich mache schon mal den Strich rein für 8. Danach muss ich noch 2 Kämpfe machen. Ich bin bei beide Level. Bei den drei Sternigen, das hört sich an. Ein Stern habe ich schon alle fertig. Ne, alle nicht. Der Frosch? Den habe ich doch noch nicht. Die Tropfen habe ich. Die Bäume habe ich, die Flamme und das Monster habe ich. Und die Truhe ist ein Lager. Das Truhenmonster. Ich bin jetzt bei 2 Sternen. Da müsste es so jetzt sein. Down, down, down. Jetzt kommt der Boss. Schauen wir uns das Video an. Okay. Bah, nice.
Errungenschaften. Szenarios, okay. Szenarios, okay. 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 Und jetzt brauche ich noch zwei Kämpfe. Wüste ist hier. Da ist der neue. Nicht den hier. Nicht den hier. Ja. Das ist jetzt Kampf Nummer 9. Mein Held ist ja schon 18, sehe ich gerade. Da muss ich den noch austauschen gegen den anderen Helden. Und jetzt kommt Nummer 10. Das ist dann der letzte Kampf. Dann nehmen wir den hier und der. Dann habe ich meine 4 Leute in der Arena auf 18. Perfekt. Ja, okay, er wird jetzt keine 18 durch den einen Kampf. Das war schon. 12 Sekunden. Aber schon 17 geworden. Immerhin. Dann gehen wir hier raus, zurück, ein, darauf gehen. Die Dailies, die ich machen muss, alle fertig. Jetzt habe ich noch die zwei Dailies, die mache ich auch noch schnell. Eroberer der See, das ist die Dungeon. Dungeon war auch 10-mal. Das ist bestimmt der hier dann. 10. Die können ja dabei sein. Der und der. Nächste Strichliste. 1. Ich glaube, das können wir noch von letztem Mal, ne? Schauen wir uns trotzdem einmal an den Auftritt vom Boss. Schon. Es war der gleiche Boss, nur ein bisschen schwieriger. Deswegen kennen wir den schon. Shane. Kann man ja noch ein schwieriger machen, weil es so schnell ging. Danach darf ich den noch einmal mitnehmen. Hier werden sie schwächer. Danach muss ich den Drachen nehmen. Das war jetzt der dritte, gell? Ich habe die Striche vergessen.
Das wird schwieriger. Ah, trotzdem geschafft. Easy going. 27 Sekunden, ist okay. Jetzt gehen wir noch ein weiter. 30. Nee, den lieber nicht. Probier den. Oder Drachen. Ich glaube, der Drache greift immer nur einen einzelnen an. Super. Das läuft doch wie geschmiert. Können wir auch schon Strich machen. Das ist der vierte Angriff. Ich glaube nicht, dass ich den schaffe. Muss ich den 10-mal besiegen oder nur 10-mal kämpfen? Ja, das schaffst du. Super. Gleich ist er down. Ohne die Kristalle ist es zerstört. Also ihn danach brauche ich gar nicht auszuprobieren. Bleiben wir bei denen. Ich wollte doch neue Leute aussuchen. So ein Mist. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Skippen, können wir schon. Ich probier erstmal den Kristall zu zerstören. Du kriegst ein bisschen mehr Schaden. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Zwei Minuten? Für was vorher? Nein. Das war der hier. Den will ich schon nicht schaffen. Nummer 6 war das. Ach, ich habe schon wieder nicht ausgewechselt. Ja, ich hätte das Video jetzt. Gleich starten. Go, go. Ha, jetzt hat er einen roten Ring. Das wird aber knapp. Das war knapp, ganz knapp. 2:10. So, jetzt aber wechseln, ja, Stefan. Nicht der Vergess. 30, da bleiben wir. Aber wir nehmen den hier raus. Und packen einen neuen 2-Sterne-Kamerad rein. Ein Stern. Ach, den Einstern wollten wir auch noch auf Level 10 bringen. Kampf! Ah! Ich habe vergessen, meinen Verbündeten mitzunehmen. Kann ich abbrechen? Kampf beenden. Ja. Oh, ich habe verloren. Da, jetzt geht's los. Alles am Start, alles am Start. Ach, jetzt habe ich den nicht als Boss angewählt, ne? Ach. Oh, mein Kopf. Jetzt habe ich den einen Buff nicht. Wohl doch. Gleich mal gucken. Mal auf den einen.
nur lieber ein Tod. Und gleich ist der down. Verloren. Und ich habe gerade gleich mitgezählt, wie viele Kämpfe ich gemacht habe. Ja, muss ich noch rausgehen. Schon fertig? Nee, noch nicht. Riesenkiller. Noch 4 Kämpfe muss ich machen. Ich muss ja noch viermal gewinnen. Nicht machen, sondern gewinnen. Oh. Und wo ist der Riese? Ach, das ist die Festung der Riese. Dann nehmen wir jetzt den hier. So, jetzt Leder drin. Jetzt macht er mir Schaden. Na, ich mach schon mal ein Häkchen rein. Ich kann keinen Schaden. Der eine Buff ist auch schon weg, ja. Okay. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Das sind die Kristalle. Oh. Ich habe einen geheimen Dungeon gefunden. Der ist nur eine Stunde da. Oh, nice. Noch nie gehabt. Geheimer Dungeon. Du. Ja. Hier müssen wir noch welche mitnehmen.
Einmal den Feuerfrosch und dann die beiden. Kämpfen! Oh, die kommen ja immer wieder. Kommt doch nicht wieder. 10. Ei, 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 ei. Also ich denke, ich komme nicht bis zum Ende. Das ist der Shield, sind jetzt auf Level 25. Naja, sagen wir mal von 18 bis 25. Dann sind die nächsten wahrscheinlich von 26 bis... Wie viel sind das immer? 9? Von 26 bis 35 vielleicht. Okay. Da wäre der eine Charakter gut, der alle mit einem Schlag tötet. Naja, oder alle mit einem Schlag angreift. Ob sie dadurch tot sind, weiß ich nicht. Ja. Okay. Kopf. Ich brauche noch dreimal den hier. Das dauert zu lange. Eigentlich ist das Spiel ja ganz gut. Gefällt mir. Nur wenn das jetzt ist so wie bei denen hier, dass du 10-mal die Raid machen musst. Oder die Dungeon. Oh,
Und immer das Gleiche. Nur andere Schwierigkeit. Nee. Das ist eine Scheißquest. Das Thema Szenarioskampf ist ja okay. Weil das ja jedes Mal eine andere Situation hat. Aber obwohl ich jetzt noch, später vielleicht auch nicht mehr. Derzeit Schutzschild mit anderen Kristallen zerstören. So, sein Schutzschild ist weg. Das war Kampf 8 übrigens, ne? Noch zweimal. Kann ich wiederholen. Ist ja keiner Level 10 geworden. Ja, gleich der hier Level 10. So, gleich auf Kristalle gehen. Jawohl. Der ist jetzt down. Okay. Jetzt kommt der Kampf immer neu. Hat jemand Level Up gehabt? Jo, er hat Level Up gehabt. Gleich kommt raus. Hier nach kommt sowieso noch einmal dieser gleiche Kampf und da will ich den rausnehmen. Ich glaube, der ist dann auch Level 10, der rote Frosch. Der weiß ich nicht. Okay. Skip. Kristallangriff. Und jetzt der Digge. Down is up. Und jetzt kommt der letzte Angriff. Nein, nicht wiederholen. Wir machen ein bisschen anders. Wir nehmen den
Snack. Wir setzen den schon mal ein, bevor ich es wieder vergesse. Und nehmen ein 2-Sterne-Kameraden mit. Den Vogel. Ein Stern haben wir jetzt alles auf Zähnen. Kopf. Also jetzt gleich. Jetzt kommt der Frosch, der noch fehlt. Und dann sind alle 1 Sterne auf 10. Und dann noch 10 mal den Riesen angreifen. Ach nein, ich werde nicht mehr. Los. Das schaffe ich ja nicht mehr. Also hier nach ist vorbei. Muss ich nachher nochmal allein spielen. Den Dingens, dann räume ich auch ein bisschen auf. Wie lange spiele ich schon? Stunde 15 Minuten. Boah. Das Spiel hält auf. Ach, ich muss wohl die Kristalle angreifen. Okay, dann schafft er jetzt allein. Zack. Jetzt sind es noch ein paar Sekunden, wo er lebt. Weil wenn er nur noch da ist, macht er den einen Buff, dass er schneller wird und greift 2 mal an. Jetzt kommt wieder der Buff, dass er schneller wird. 2 Angriffe. Weil dann geht's schnell. Sind noch andere Leute dabei, dann macht er noch die ganzen anderen Buffs. Aber ich würde mal sagen, das war's schon für heute. Ist zwar noch eine Quest da, aber die Zeit dringt. Das war jetzt der Kampf gegen die Riesen. Ich weiß nicht, ob ich den gleich noch mache. Ich denke nicht. Na gut, erstmal war's das für heute. Spiel beenden, jawohl, Ticket abholen. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber längst dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.